Das Kaufhaus Bartel befand sich ja mitten an der Allee, mitten in der Heilbronner Innenstadt. Welche Herausforderungen stellte der Abriss an SER? Abbruch ist eigentlich, viele denken, es ist eine einfache Sache, mit dem Bagger abzwicken, runterbringen. Es ist aber nicht so. Wir müssen selber wissen, wo wir noch lang. Also kontrollierter Abbruch ist sehr wichtig. Wir haben hier eine Polier, der Herr Kurti, wo Montag bis Freitag von 6.30 Uhr bis 19 Uhr hier ist, obwohl wir bis von 7 bis 17 Uhr arbeiten. Nach 17 Uhr gucken wir zusammen, wir planen, was wir nächsten Tag machen müssen. Wir diskutieren wirklich manchmal stundenlang, bis wir den richtigen Weg finden. Wenn wir den richtigen Weg gefunden haben, gehen wir nächsten Tag nochmal früh durch, ob das alles okay ist, und dann fangen wir wieder an. Und das machen wir täglich. Dass wir genau dahin langen, wo wirklich 100% sicher ist, dass wir die Abbruchteile innerhalb der Baustelle bringen. Der Aufzugsschacht ist wegen statischer Gründe da. Der hebt ja den restlichen Gebäudeteile. Deswegen, wir wissen schon, dass wir den Aufzugsschacht als letzter abreißen dürfen. Ja, wegen Staub haben wir uns schon vorher Kopf gemacht, was wir da alles machen können. Das wäre für uns da auch ein wichtiger Punkt. Ne? Wir haben an der Longfrontbagger zweimal Düse, wo wir dann direkt spritzen, wo der Bagger abzwickt, ne? Dass wir dann die Stelle direkt sprühen können. Dann haben wir zusätzlich unten einen C-Schlauch, wo wir dann den Staub mindern, was unten kommt. Dann haben wir zusätzlich nochmal eine Teleskop-Hebebühne bestellt, ne? Dass wir dann auch nochmal von oben nach unten sprühen können. Also es sind 3, 4 Stellen, wo wir Wasser spritzen und wegen Staub, es hat bis jetzt noch keine Probleme gegeben, hat sich auch keine Beschwerden. Also wir haben hier 2 Geräte, also einmal 100 Tonnen Longfrontbagger, sogenannte Longfrontbagger. Da ist die Arbeitshöhe im Moment 27 Meter. Wir haben aber ein Zwischenarmstück, dann haben wir eine Arbeitshöhe von 34 Meter. Also bis jetzt haben wir 2500 Tonnen Bauschutt schon abtransportiert. Wir haben ja noch ca. 8000 Tonnen Bauschutt, wo wir noch abtransportieren müssen. Und am Anfang haben wir zwischen 20 bis 30 Mitarbeiter gehabt. Während der Entkernungsphase braucht man natürlich mehr Handarbeiter. Ne? Das sind 2 bis 3 Baggerfahrer, ein Polier und so ca. 5 bis 6 Helfer. Also insgesamt, sagen wir mal so, ca. 10 Leute sind hier täglich da.